So, ganz gechillt hier lang rein. Ah! Denen komme ich eh. Die kriegen mich nicht. Dafür sind die viel zu langsam. Die haben mich gar nicht erst gepeilt hier. Und der nächste Aussichtspunkt. Ey, was hänge ich denn da fest? Verarschen, was hänge ich hier denn in der Ecke jetzt fest? Ich komme da nicht raus. Ja, super. Das wird nicht zu schwer werden. Dein Leben ist versetzt. Alter, was hänge ich denn da fest? Jetzt bin ich da raus. Zack. So. Meine Fresse nochmal. Ah. Leicht stoßen. Ne. Erlösen kann man sie auch nicht. Die müssen noch so ein bisschen rumkreischen halt. Nun gut. Jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Können wir hier ganz entspannt hochklettern und uns den Synchronisationspunkt hier holen, den Aussichtspunkt. Der, glaube ich, ein klein wenig anders ist. Nee. Hier im Königreich sind die Türme alle gleich. Nachher in der Stadt gibt es teilweise, glaube ich, auch Synchronisationspunkte auf den Dächern von Kirchen oder ähnlichem. Also da gibt es dann Variationen. Und ich sehe da gerade eine Flagge, die ich mir natürlich holen will. Nein, runter will ich. Sehr schön. Scheiße! Verdammt, ich dachte, ich kann da reinspringen. Och Mann, wieder so ein blöder Tod hier. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger auf. Ja, Partisanen, das ist, wenn man hier verbündet, wenn man so Einwohnern hilft, dann kriegt man Hilfe von denen auch wieder zurück. Uiuiuiui. Das war aber nicht schön. Gut. Ups. Okay, auch nicht schlecht. Da müssen wir später auch noch hin. Die haben da, glaube ich, eine Flagge genau dazwischen. Und die wollen wir natürlich haben. Das heißt, da müssen wir uns dann später einmal durchkämpfen. Mal kurz gucken. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ups. Einer ist noch auf dem Weg, ein Aussichtspunkt. Den markiere ich mir mal eben, dass ich nicht dran vorbeireite. Und dann geht's auch schon rein nach Damaskus. Noch muss man die Wege in die Städte immer selber reiten. Später geht das automatisch. Weil man sieht ja, ich bin jetzt Gott weiß wie lange schon hierbei. Und das wird dann doch etwas zu viel. Okay, also ich könnte mich da natürlich durchfighten, aber das sind doch ein bisschen zu viele noch. Später sind gerade diese Standardsoldaten kein Problem mehr, wenn man dann die starke Waffe hat und vor allem kontern kann, weil dann wartet man einfach auf einen Angriff, kontert den ab. Und das war's dann mit denen. So macht man nämlich auch One-Hit-Kills bei denen. Oder auch mit einem Schwert später einen Hieb und die sind weg. Also das ist nur momentan noch ein Problem. So. Und wo ich hier gerade sehe, hier ist eine Flagge. Schnappen wir uns natürlich. Schleichen wir hier eben kurz lang. So.
So. Das Pferd folgt mir brav. So, die beiden dürfen am Leben bleiben. Wobei, sind gerade welche in der Nähe? Doch, da. Ja, ich lasse es lieber. Sonst mache ich mir nur Ärger. Und noch auf noch einen Tod habe ich sowieso keinen Bock. Oh, ein Templer. Die halt, die sind wesentlich stärkere Gegner. Gerade auch schon momentan starker Gegner. Aber so kriege ich ihn ohne Probleme tot. Und irgendwie konnte man... Ah ne, man konnte ihn nur eliminieren. Bei den Pferden ist noch einer. Ja. Nein. So, jetzt habe ich's. Was auch ein bisschen ekelhaft ist, da die nicht so gut klettern können wie wir, werfen die ganz gerne mit Steinen und werfen uns dann mit den Steinen hinunter, wenn sie uns dann treffen. Also manchmal ist man so schnell, dass die einen gar nicht erst treffen. Aber manchmal eben doch. So, nächsten Aussichtspunkt synchronisiert. Damit haben wir schon 3, 4 sogar schon. Gut. Nächstes Ziel ist demnach dann Damaskus. Was kann man hier noch einstellen? Alle Elemente, Missionsziele. Achso. Alle Elemente. Okay. Was ist das Blaue? Unten rechts sieht man auch die Bevölkerung. Circa 230.489, circa, nicht ganz genau. Aber trotzdem so eine genaue Zahl, ja. Gut. Ich finde, alle Ziele reicht. Ich weiß nicht, was das Blaue ist. Oh, Legende. Das erklärt natürlich einiges. Achso, das sind Verstecke, alles klar. Gut, dann würde ich sagen... Woo! Machen wir mal hier einen Sprung in die Tiefe und da war es dann auch schon erledigt. Na los, komm mal her, Pferdchen. Wenn ich mit dem Pferd reite, bin ich ja wesentlich schneller. Also auch im Schleichen oder beim Untertauchen. Bam, umgenietet. So, und schon sind wir ihnen wieder entkommen. Da vorne ist eh das Ziel, von daher egal. Ups. Das war nicht mal Absicht. Wer das Absicht hätte, man es gehört. Dass sie von einer informierten Wache beobachtet werden, sollten sie untertauchen. Auch das kleine... Bidi. Ladezeiten so kurz sind bei meinem PC, dass nicht mehr, dass nicht mal die Informationen da zu Ende geredet werden können, zu Ende gesagt werden können. Ja, das ist Damaskus. Eine, ich glaube, noch nicht mal eine große Stadt. Da gibt es noch wesentlich größere nachher. Man kann jetzt schon ein paar größere Türme erkennen und die Adler kann man sehen. Die geben an, dass da Aussichtspunkte sind. Ich glaube auch der ganz große Turm da. Ich glaube, das ist auch ein Aussichtspunkt. Aber das werden wir alles sehen. Wir reiten erstmal rein nach Damaskus. In Damaskus rein. Das klingt irgendwie ein bisschen ekelhaft. Gut. Was man da unten jetzt schon sehen kann, da wird einer rumgeschubst von den Wachen. Bürger retten. Sitzen wir mal ab. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht? Ihr folgt einem falschen Gott. Aus dem Weg. Ungläubiger Sturm. Zack.
Naja, muss ich das halt so machen. Ah, scheiße. Bisschen zu spät. Ah, verdammt, da kam da hinten an hier. Zack, Kehle aufgeschlitzt. Spacko. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ja, ich werde Ihnen bin schon was Geschichte Besonderes. Erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Es regt mich ein bisschen auf, dass ich so viel abbekommen habe. Aber egal. Das getan haben. Ja, da wird schon gesagt, so kann man in die Stadt reinkommen, ohne von den Wachen angegriffen zu werden. Würde ich mal sagen, geht man hier rein und taucht mit denen unter und dann laufen wir in der Gruppe rein, da muss ich nicht mal steuern, das passiert total automatisch. Deswegen kann ich mich jetzt gerade schön zurücklehnen und was trinken. Ah, schön. Man sieht, die Wachen hier haben auch immer Hand am Schwert. Also, wenn man übel auffällt, greifen sie auch sofort an. Ich biete alles, was ihr braucht. Kommt und seht meine Auslagen. Alles ist neu. Aber jetzt machen sie Platz. Da gehe ich auch noch dran vorbei an den beiden Wachen hier, an den beiden Nichtspeilern, wenn man das so sagen kann. Naja, es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich meine, die Waffen fallen schon ein bisschen auf. Ein Gelehrter hat ja jetzt nicht unbedingt Waffen. Et voilà, sind wir in der Stadt drin. Können uns hier etwas umsehen. Als allererstes... Ah, genau, wir haben noch nicht die ganze Stadt freigeschaltet. Das sieht man hier an diesen Begrenzungen. Das ist halt jetzt erstmal das Armviertel, dann schalten wir das Bürgerviertel später frei und letztendlich das Nobelviertel. Hier im Armviertel arme Leute, Bürgerviertel ist so die Mittelschicht und das Nobelviertel sind so die höheren Menschen, die hier leben. Der Herr ist mit uns. Was wollt ihr? So, das finde ich ja eine ziemliche Frechheit, dass sie ihn so rumschubsen, ne? Das geht ja gar nicht. Wollt ihr etwas? Ja, ich will was. Zack. Das kostet dich den Kopf. Erstmal, dass die nicht von hinten kommen können. Oh, und jetzt bin ich wieder eingekesselt. Das gefällt mir gar nicht. Aber die erledige ich ohne Probleme hier. Zack. Alles klar, die habe ich alle erledigt. Dann sind wir doch mal so freundlich und reden mit ihm. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ja, hat er da vorne auch schon gesagt. Erzählen, damit sie wissen, sich ein wahrer Held benimmt. Aber egal, dadurch haben wir Vorteile, wenn wir die Bürger retten. Entweder können wir untertauchen, oder aber, ja, hier können wir wieder untertauchen, um rauszukommen zum Beispiel oder so. Es gibt auch später Bürger, die uns dann im Kampf unterstützen. Wenn wir dann von Wachen angegriffen werden, greifen sie eben diese an. Das kann auch schon mal hilfreich sein, weil gerade wenn mehrere Wachen kommen, sind sie abgelenkt und man kann sich einen nach dem anderen vornehmen und sie erledigen. So, ab nach oben mit dir, Alter hier. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, was Alter hier bedeutet oder was allgemein. Er hatte auch einen Nachname, der hatte auch irgendeine Bedeutung. Das habe ich leider jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was mich ein bisschen aufregt. Aber gut, wir synchronisieren hier erst nochmal. Und da sieht man, wir haben einige Missionen. Unter anderem auch eine Hauptmission und eine Befragung. Und die Befragung, die mache ich jetzt, glaube ich, einfach mal, weil die hier sowieso gerade in der Nähe ist. Na, hoch mit dir. Sehr schön.